Die Seiten eines Würfels fliegen auseinander und geben das dahinterliegende Bild frei, das sich dann nochmal ändert. Und darüber liegen ein paar dezente Bildeffekte wie ein Bokeh oder so kleine Leuchteffekte. Hallo, ich bin Nadine von Aquasoft. Schön, dass ihr zuschaut. Mit diesem Video gehe ich auf einen Wunsch ein, der ganz oft geäußert wurde. Nämlich, es gibt ein paar Leute, die seitdem die Version 12 draußen ist, unsere Webseite ganz genau beobachtet haben. Da gibt es ein Beispiel, wo der 3D-Würfel quasi aufklappt. Und in diesem Video erfahrt ihr endlich, wie das geht. Wie ihr seht, bin ich hier in der Oberfläche von Stages. Wenn ihr die Show Ultimate habt, habt ihr zwar auch den 3D-Würfel, aber ihr habt nicht die 3D-Szene. Das brauchen wir nämlich auch. Die 3D-Szene befindet sich hier oben unter den Standardobjekten. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aufgebaut ist und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Ich klappe mal hier eines meiner Beispiele auf. Da seht ihr erstmal ein Rechteck, das hat so einen Verlauf. Dann das eigentliche Bild. Ich ziehe hier mal die Live-Vorschau drüber, dann seht ihr das vielleicht besser. Über dem Bild liegt dann nämlich der 3D-Würfel. Und der 3D-Würfel ist eigentlich gar kein Würfel. Es ist mehr so ein, wie sage ich das, so ein Kasten, aber ohne Deckel und ohne Boden. Denn ich habe hier einfach zwei Seiten des Würfels weggelassen, nämlich den oberen und den unteren Teil. Und eigentlich nur die seitlichen Flächen genommen. Und wie ihr seht, bewegen sich dann die Seitenflächen im 3D-Raum auseinander, verschwinden quasi und geben dann das dahinterliegende Bild frei. Und dann kommt hier noch ein zweites Bild. Also ein Bild, was quasi aus diesem gleichen Shooting stammt, aber eben eine andere Perspektive nochmal bietet. Ja, dieses erste Bild, das liegt hier in der zweiten Spur und das andere Bild, ich beende mal die Live-Vorschau, das seht ihr dann hier, das kommt dann etwas später. Und hier habt ihr den 3D-Würfel, so wie er eigentlich auch in der Toolbox zu finden ist. Und dann gibt es für jede der Seiten nochmal einen extra Container. Da habt ihr die Vorderseite, Rückseite, rechte Seite und linke Seite und theoretisch habt ihr auch noch die Oberseite und die Unterseite. Und in diese Seiten könnt ihr eure Bilder ganz normal reinstellen, dann passiert nichts. Dann könnt ihr auch nicht deren Bewegung beeinflussen. Ihr könnt aber auch eine 3D-Szene einfügen und dann in dieser 3D-Szene hat dann nochmal ein Bild Platz. Das Besondere daran ist dann, sobald ein Bild in der 3D-Szene liegt, könnt ihr es auch im 3D-Raum bewegen. Also ihr könnt es so schräg stellen, ihr könnt es nach oben oder unten ziehen und ihr könnt es auch wie gewohnt größer oder kleiner machen. So, ich klappe das mal zu. Ja, für alle, die jetzt noch nicht so vertraut sind mit dem Würfel, gehe ich das nochmal kurz durch, wie der Würfel an sich funktioniert. So würde er dann nämlich auch in Diashow Ultimate funktionieren. Ich lösche den hier mal, zieht einfach den 3D-Würfel aus der Toolbox in die Timeline. Und dann seht ihr ja schon, ihr habt die Vorderseite, die Rückseite und so weiter. Und da nehmt ihr euch dann Bilder. Ihr könnt verschiedene Bilder nehmen, ihr könnt aber auch immer die gleichen nehmen. Ja, wie ihr möchtet. Und dann müsst ihr eigentlich aufpassen. Ich mache das hier mal etwas größer, damit ihr das besser sehen könnt. Ihr habt ja für jede der Seiten einen eigenen Container. Und wenn ihr jetzt mit dem Bild in diese Seiten geht, müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr auch in diesen Container geht. Also nicht loslassen, wenn hier dieser Strich erscheint, sondern wenn das umrandete Kästchen erscheint. Also nicht, dass ihr das in die falsche Spur fallen lasst. So, ich kann jetzt hier mal loslassen und ihr seht, das steckt dann im Container für die Rückseite. Und so mache ich jetzt halt für alle Seiten des Würfels mal weiter. So, seht ihr, jetzt sind alle Seiten des Würfels gefüllt. Ich klappe das mal zu und ich habe jetzt hier auch die Live-Vorschau und ihr seht dann schon,
dass sich der Würfel so dreht und auch diese Drehung könnt ihr beeinflussen. Hier über die X-Achse, über die Y-Achse, wenn ihr wollt, dass das mit einem bestimmten Bild zum Beispiel startet. Und dann könnt ihr auch noch ja, den Modus der Rotation beeinflussen. Da würde ich euch empfehlen, wie gewohnt, spielt vielleicht mal ein bisschen rum, dass es dann, wenn ihr euch die Vorschau dann immer ansieht, eigentlich auch ziemlich selbst erklären. Ihr könntet jetzt diesem Würfel auch einen Bewegungspfad geben, dass er zum Beispiel hier aus der Ecke kommt, dann so ein bisschen größer wird und dann wieder raus fährt, raus rotiert. Oh nein, das wollte ich nicht. So. So lang. Das würde dann so aussehen. Wenn ihr in der Timeline einfach auf den übergeordneten Container, also das Objekt 3D-Würfel, klickt, dann könnt ihr das wieder verwenden wie ein ganz normales Objekt. Was aber jetzt zugegebenermaßen nicht so selbsterklärend ist, ist die 3D-Szene. Und das gehen wir jetzt mal durch. Ich lösche hier diesen 3D-Würfel nochmal und unseren Hintergrund verlängere ich gleich mal. Und ich gebe dem einen kreisförmigen Verlauf. So, und jetzt holen wir uns zunächst mal aus der Toolbox die 3D-Szene. Da seht ihr schon, dass jetzt erstmal am Layout Designer hier so ein ja, Rahmen erscheint, der ein gewisses Raumgefühl gibt. Das hat aber jetzt noch gar nichts zu bedeuten, denn wir brauchen auch ein Bild, was da drin steckt. Ich nehme jetzt mal das hier. Und ganz wichtig ist eigentlich auch, dass ich hier die Einblendung mal wegnehme. So, jetzt seht ihr hier, ich vergrößere das auch mal, den neuen 3D-Editor. Den 3D-Editor, den gibt es erst seit Version 12. Und da könnt ihr Dinge, also Bilder, im 3D-Raum anordnen. Ich könnte jetzt auch mehrere Bilder anordnen. Aber fangen wir erstmal mit einem an, glaube ich. Ihr könnt mit dem Positionsrahmen nach wie vor die Größe und die Position ändern. Ihr habt hier oben jetzt aber auch andere Symbole, zum Beispiel einmal die 3D-Skalierung und die 3D-Drehung. Und da seht ihr dann auch schon, dass es jetzt andere Symbole gibt. Es gibt ein X, ein Y und ein Z und da könnt ihr dann quasi das Bild nochmal im 3D-Raum drehen. Ihr könntet dem jetzt quasi auch so einen Bewegungspfad geben, bei dem es sich so hin und her drehen würde. Und all diese Sachen könnt ihr nicht nur manuell steuern, sondern wenn ihr jetzt ganz genau sein wollt, könnt ihr dafür auch die manuelle Eingabe benutzen. Die manuelle Eingabe könnt ihr mit STRG und M aufrufen. Ihr könnt, glaube ich, auch einfach einen Doppelklick auf das Bild machen. Das reicht auch schon. Dann kommt auch schon die manuelle Eingabe. Oder ihr geht hier über Ansicht, Steuerelemente, manuelle Eingabe. So, ich habe jetzt meine manuelle Eingabe auch schon in der Programmoberfläche und da könnt ihr nochmal genauer schauen. Da könnt ihr wirklich ja, eigentlich alles anpassen und das ziemlich genau. Müsst ihr einfach mal gucken. Was ich an dieser Sache immer etwas schwierig finde, ist die Gewöhnung an den 3D-Raum. Das ist was, das kann einem keiner abnehmen. Da muss man sich wirklich erstmal reinfuchsen und das Gehirn quasi daran gewöhnen, dass es jetzt in 3D denken soll. Wenn man es erstmal verstanden hat, finde ich, geht's. Aber es braucht Zeit. Und damit möchte ich euch eigentlich nur ermutigen, dass ihr nicht gleich aufgebt, wenn ihr das hier seht. So, ich nehme das Bild hier mal raus. Und ich füge mal eins von meinen Beispielbildern ein, die ich euch vorhin auch schon gezeigt habe. Dieses hier. Auch hier werde ich jetzt die Einblendung deaktivieren. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass das Startbild sich an der Seitenfläche oder Vorderfläche unseres 3D-Würfels, unseres 3D-Kästchens befindet. Dann möchten wir ja, dass das nicht für immer dort ist, sondern dass irgendwann unser Kästchen, unser Würfel in seine Einzelteile zerspringt und die Teile dann auch aus dem Bild hinausfliegen.
Wir müssen jetzt also für diese eine Seite des Würfels im 3D-Raum einen Bewegungspfad anlegen. Dieses Startbild bleibt also so, wir ändern das nicht. Wir fügen jetzt einfach nur eine neue Bewegungsmarke hinzu, wie gewohnt über das Plus. Und ich würde sagen, wenn es sich im 3D-Raum bewegt, dann kann es auch ruhig etwas kleiner werden. Dann darf es sich auch ruhig mal drehen. Dazu habe ich jetzt hier auf dieses Kugelsymbol geklickt. So, dann dreht es sich jetzt so meinetwegen. Und ich verkleinere jetzt hier mal die Ansicht und stelle ein, dass das hier so rausfliegt. Jetzt können wir uns das erstmal in der Vorschau ansehen. Ja, okay, es fliegt halt raus. Es geht ein bisschen schnell, finde ich. Man könnte ruhig diese Zeit etwas verlängern. Ach, stopp, wir sind ja in Stages. Lasst uns das einfach mal über die Keyframes machen. Ich klappe hier die Keyframe-Spur auf und schiebe schon mal den Keyframe hier für die zweite Marke etwas weiter weg. Da verlängere ich auch gleich mal die Anzeigedauer. Also ruhig ein bisschen Zeit lassen und dann möchte ich auch, dass die Bewegung nicht sofort startet, sondern dass sich unser Würfel erstmal noch eine Weile dreht und dann erst die Teile auseinanderfliegen. Also stelle ich den Start für die Bewegung auch etwas später ein, mithilfe dieses ersten Keyframes. So, ich spiele es nochmal ab. Ihr seht, es bleibt stehen und fliegt dann erst aus dem Bild. Jetzt haben wir ja schon mal eine 3D-Szene gemacht. Wir brauchen 4, wenn unser Würfel 4 Seiten haben soll. Okay, es ist dann kein Würfel mehr. Nehmt es jetzt nicht so genau. Ihr wisst, was ich meine. Wir ziehen jetzt jedenfalls dieses Objekt, den 3D-Würfel, hier unter das Rechteck. Und jetzt ziehe ich nach und nach diese 3D-Szene in die einzelnen Seiten. Ich mache es mir da wirklich sehr einfach und nehme immer wieder die gleiche 3D-Szene. Und zwar halte ich die Steuerung-Taste gedrückt und ziehe das dann in die entsprechenden Seiten. Ich mache mir hier mal die Timeline etwas größer. Dann könnt ihr da auch besser mit reingucken. Also nochmal, ich halte Steuerung gedrückt und ziehe das dann hier rein. Die Container für die Oberseite und die Unterseite lasse ich in diesem Fall mal leer. Und jetzt schaue ich mir erstmal an, wie das aussieht. Also das ist auf jeden Fall schon diese Art von Raum, die ich mir vorgestellt habe und das geht auch gut auseinander. Aber das ist mir irgendwie noch zu gleichmäßig. Also gehe ich jetzt nochmal in die 3D-Szenen rein und ändere ab und zu auch mal hier die Richtung. Und zudem ändere ich auch ein bisschen, wann die Bewegung startet. Also ich werde hier den ersten Keyframe immer so ein bisschen variieren. So, auch bei der hier verschiebe ich einfach mal die Richtung, in die das fliegt, das Teil, und variiere hier auch ein bisschen die Zeit. Hier lasse ich die Zeit jetzt erstmal so, wie sie ist und lasse das hier hinfliegen. So, jetzt kann ich mir nochmal die Vorschau ansehen. Es fliegt jetzt also etwas ungleichmäßiger auseinander und ich denke, damit kann ich jetzt auch leben. Das geht. Ich schaue mir jetzt nur mal an, wo meine zweite Marke liegt und setze mir dann eine Markierung. Die Markierung habe ich gesetzt, indem ich die Umschalt-Taste gedrückt gehalten habe und dann hier in diesen Zeitstrahl geklickt habe. Und dann kann ich die rote Linie auch verschieben. Ich habe jetzt nämlich etwas vor. Ich möchte, dass der Würfel ab einer gewissen Zeit transparent wird und damit werden ja dann auch die Bilder, die sich in den 3D-Szenen befinden, wieder transparent. Da klappe ich jetzt mal hier die Keyframe-Spur auf und da habt ihr auch eine Keyframe-Spur für die Transparenz. Da klicke ich einfach mal rein und dann habe ich ja hier diese Linie, die soll aber zu einer Kurve werden. Zu einer abnehmenden Kurve, denn wir wollen ja, dass die Transparenz, nein, dass die Deckkraft abnimmt, so. Genau, also ihr seht, die Kurve geht jetzt hier nach unten, das heißt, wenn wir das jetzt mal abspielen, werdet ihr sehen, dass die Deckkraft der Bilder dann verringert wird. Gut, wenn Sachen auch mal funktionieren, wie ihr seht, hat das geklappt.
eigentlich mit dem Grundgerüst wären wir jetzt schon fertig. Wir wollen es aber natürlich für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auch ein bisschen schön noch machen, denn so ein Würfel an sich, zugegebenermaßen, erkennt man da nicht viel vom Bild. Es ist halt ein Hingucker, der euer Projekt wirklich auflockern kann. Aber ich finde immer, man sollte auch das Auge der Betrachter belohnen. Und deswegen stellen wir es jetzt erstmal so ein, dass es hier ein bisschen mehr Umdrehungen gibt. Und den Startpunkt möchte ich gerne so haben, dass wirklich das Bild ja richtig zu sehen ist. Und dass dieser Würfel, oder es ist ja kein richtiger Würfel, aber ihr wisst, was ich meine, etwas größer ist. So, dass das Auge nochmal erstmal eine Chance bekommt, das Bild wenigstens für einen kurzen Moment nochmal richtig zu sehen. Ich spiele es nochmal an. So, jetzt fliegen die Teile auseinander. Und jetzt hätte ich gern, dass im Hintergrund das Bild auch nochmal sichtbar wird. Ich hole mir jetzt das Bild nochmal aus dem Dateibrowser, ziehe das hier rein. Man könnte das übrigens auch auf eine ganz faule Art machen, fällt mir gerade ein. Man könnte ja einfach das Alpha-Blending hier so weit ziehen, dass das Bild wirklich erst vollkommen da ist, ja, wenn die Transparenzkurve gesunken ist. Ich muss aber trotzdem das Seitenverhältnis noch anpassen, dass das auch wirklich schön ausgefüllt wird. Jetzt schaue ich mir das nochmal an. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut mit dem Alpha-Blending hier. Alternativ könnte man auch hier eine Transparenzkurve einbauen, so wie ich das beim 3D-Würfel getan habe. Aber ich glaube, das mit dem Alpha-Blending ist vielleicht noch ein bisschen bequemer. Jetzt hatte ich es noch so gemacht, dass das Bild eine Kamerafahrt hat und die geht auch erst los, wenn hier die Deckkraft sinkt. Also orientiere ich mich mal hier noch an den Keyframes. Jetzt wechsle ich in den Kameraschwenkmodus. Da sind erstmal die beiden Marken an der gleichen Position und ich möchte, dass die zweite Marke, die bei 6,216 Sekunden liegt, ein bisschen näher ins Gesicht zoomt. Ungefähr so. Jetzt schauen wir gleich nochmal, wie das aussieht. Also hier ist wieder unser Kasten. Er geht auseinander und dann beginnt der Zoom. Und jetzt fände ich es noch ganz nett, wenn das Bild in ein anderes übergehen würde. Und dieses zweite Bild, ich hole es mir hier aus dem Dateibrowser, ziehe ich zwischen das erste Bild und den 3D-Würfel. Und es soll ungefähr... Ja, es soll beginnen, wenn hier der Kameraschwenk zu Ende ist. Also eigentlich bei dem roten Strich. Und da lasse ich auch mal los. Und hier ziehe ich mal den Keyframe vom Alpha-Blending wirklich ein Stückchen zurück. Obwohl, vielleicht wäre es besser, wenn das hier schon eher anfängt. Sonst ist der Start doch relativ abrupt. Das Seitenverhältnis passe ich auf jeden Fall an. Und wir können gleich nochmal kontrollieren, wie das dann aussieht. Eigentlich auch schon ganz gut. Das, was ich im Beispiel gemacht habe, war jetzt noch, ich zeige es euch mal kurz, ich habe den Bouquet-Effekt hinzugefügt und die farbigen Bereiche. Das ist jetzt ziemlich obligatorisch, aber ich zeige es euch gerne nochmal, denn diese Effekte, die kommen aus dem Paket Licht und Optik. Das werden viele von euch schon kennen oder haben. Ja, für die, die es noch nicht haben, das ist einfach ein sehr cooles Erweiterungspaket, wo man den Bildern, Videos, wie auch immer, einfach mehr Tiefe verleihen kann, finde ich. Und ich ziehe jetzt mal den Bokeh-Effekt hier drunter. Ah, ich muss vom Kameraschwenkmodus noch in den Bewegungsfahrtmodus wechseln, dann sehe ich auch die Vorschau. Und ich nehme hier eine warme Farbe, verringere auf jeden Fall die Größe und die Deckkraft. Und mache auch das Ganze ein bisschen weicher. Und ihr seht schon, wenn der Effekt subtiler ist, dann sieht es wirklich nach Bewegung im Bild aus, aber es stört nicht so sehr. Ja, das macht das Ganze einfach ein bisschen lebendiger. Aber weil mir das noch nicht reicht, ziehe ich nochmal die farbigen Bereiche hier unter den Bokeh-Effekt.
Ja, man denkt immer, oh Gott, das ist aber ein bisschen zu heftig. Aber ihr könnt ja auch die Effektstärke immer gut verringern. Und ich möchte auch hier den Typ ändern. Ich möchte nämlich zu Partikel. Und da kann ich mir jetzt auch passende Farben mal auswählen. Einmal die Farbe vom Bokeh-Effekt. Ja, dann, weil es hier in dem Bild auch noch so ein bisschen auftaucht, so ein Türkis. Und dann nehme ich mal mit der Pipette noch dieses schöne Rot. Jetzt erhöhe ich hier auch die Zoom-Stärke. Und ich finde, es hat einfach einen ganz tollen Effekt, der zu diesem wunderschönen Kleid passt und auch zur Stimmung des Bildes. Und unser Werk können wir uns jetzt nochmal im Ganzen anschauen. Also ich denke, ein bisschen müsste man an den Feinheiten sicherlich noch arbeiten. Aber ich hoffe, ihr habt das Grundprinzip verstanden, dass quasi der 3D-Würfel mit 3D-Szenen gefüllt werden kann. Und mit diesen 3D-Szenen könnt ihr dann die Bilder, die sich darin befinden, im 3D-Raum bewegen. Schreibt mir gerne, falls da was nicht klar ist oder falls ihr noch Fragen dazu habt. Denn bisher haben wir uns ja noch gar nicht mit dem 3D-Editor befasst. Das war jetzt also der Einstieg dafür. Ja, schaut ihn euch ruhig mal an. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen. Danke wie immer für eure Fragen, Kommentare, Abos und Daumen hoch. Macht's gut, bis bald. Tschüss.